Wie haben Sie reagiert spontan auf diese Kritik von Miroslav Klose? Das war keine Kritik von Miroslav Klose. Ich habe mit Miroslav Klose heute gesprochen und die Kritik in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit denen ausgesprochen und die Meinung von Miro ist mir wichtig und was in den Zeitungen stimmt, war einfach falsch. Was ist denn los hier? Noch eine Frage jetzt zum Schluss gehabt, und zwar, ob Sie nächste Saison mal für den VfB Stuttgart spielen. Können Sie sie beantworten? Wollen Sie mich verarschen, oder wie? Nee, das ist ernst gemeint. Diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen. Nach Frage. Den Spielen brauchen Sie mir jetzt so eine Frage nicht zu stellen. Die Fans bewegt es. Und das war die Frage weitergegeben von den Fans. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt. Können Sie die Fans da nicht verstehen? Also, ich habe schon gesagt, wenn Sie andere Fragen machen, antworte ich gerne, aber nicht so eine Scheißfrage. Das muss ich den Trainer fragen, nicht mehr. 04, was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Eier, wir brauchen Eier. Sie haben nicht nur Sie, sondern die ganze Mannschaft in diesen Tagen nicht ohne Ball trainiert. Erst heute Abend, wenn ich alles mitgekommen habe, was Sie gemacht haben. Inwieweit das kann ein Nachteil für morgen sein, dass die Pause relativ groß von einem Spiel bis zum anderen ist, bis man nochmal mit dem Ball arbeiten konnte? Also ich habe die Frage jetzt nicht hundertprozentig verstanden, also ich reime sie mir mal zusammen. Also wir haben ja, ich denke, wir trainieren genug mit dem Ball, also doch ganz verstehe ich die Frage dann doch nicht. Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem Krug so böse... Also, da kann ich mal drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift, einmal... Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Wie langsam, was hier gespielt wird. Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag. Und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravierend wie heute habe ich in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt. Aber der Schiedsrichter war doch nicht nur schuld. Bitte? Der Schiedsrichter war doch nicht nur schuld. Ich glaube, die Mannschaft hat hervorragend gespielt und man hat ja gesehen, was hier in den letzten 3 Minuten los war. Ja, wenn einem um 16 umgefallen wäre, hätte es nicht wieder gegeben für den KSC. So logisch hier. Danke, Lothar Matthäus.